Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Absolut unverbrieft und garantiert ruckelfrei. Dank der neuen 4070 Ti. Haha, oh geil, ich liebe es. So, wir brauchen einen Schädel. Den nehmen wir mit. Und dann brauchen wir... Ich steck mal die Achse... Achso, ich wollte den Spaß hier noch aufräumen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mal sehen, wie viele da reingehen. Aha. Kelvin ist auch da, sehr gut. Nein, Kelvin, du sollst da nicht drüber laufen. Oh. Also geht das so viel rein wie in einen Schlitten. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen... Naja, weiß ich nicht. Kelvin ist gerade am Essen. Kelvin, kommst du mal? Kommst du mal zu mir, bitte? Ich drehe den Spaß hier um. Kel? Kel? Oh, Mann! Sitz doch nicht dahin, wir haben Stühle, Mann! Oh. Mitkommen, okay? Gut. So. So, sehr gut. Also, Wasser muss man ja jetzt ab... Ach so, ich hab den Topf noch. Ich hab den Topf noch auf dem Herd. Ich muss den Topf mal so runter tun, nicht, dass das Feuer ausgeht, weil dann ist, glaube ich, der Topf weg. Das ist noch irgendwie ein bisschen nicht so gut. Naja, auf jeden Fall kann Kelvin jetzt Steine sammeln, während wir den anderen schon wieder zurückfahren. Denn wenn man jetzt Steinfenster und Steintüren und Steinbögen und Wände und all sowas machen kann, dann wäre es eigentlich schon ratsam, eine komplette Bude aus Steinen zu bauen. So, Kelvin, mein Gutster. Hol mir Felsbrocken und fülle die Schlitten. Haha. Ja, warst du? Ja. Ah, geil, ja. Bester Mann. So, ich fülle auch gleich mal den Schlitten. Mal schauen, welchen er anfängt zu füllen. Dann mache ich den anderen. Er füllt den neuen, dann fülle ich den alten. Er geht einfach durch den alten durch. Ist jetzt nicht so die feine englische Art, obwohl er aussieht wie ein englischer Butler. Aber naja, was soll's. So, dann haben wir nämlich hier zwei vollgefüllte Schlitten. Und unten haben wir ja noch oh, das windet schon wieder. Kommt da schon wieder Herbst oder was? Unten haben wir ja dann das Lager einmal voll. Ich weiß gar nicht, wenn da nur so viel reingeht wie in einen Schlitten, dann brauche ich ja eigentlich da das Lager nicht, sondern ich stelle einfach den Schlitten hin und mache den anderen dann halt leer und ja, weiß ich nicht. Naja gut, dann haben wir jetzt, haben wir einmal Lager voll. Hä, warum ist das keiner? Ein Fake-Stein. Ja, ich glaube, der Herbst rückt schon wieder an. Oder kommt ein Sturm. Das kann auch sein. Boah, Hilfe. Alter. Virginia, wo bist du? Ja, du Kackschnitzel, du. Komm her. Kriegst noch eine verplättet. Hä? Los mit dir. Junge, Junge. Kelvin hat es gar nicht gemerkt.
Boah, der hätte uns gefährlich werden können. Ich habe auch nicht mehr ganz so viel. Ich glaube, ich gönne mir mal was, ne? Und vielleicht auch mal was zu essen. Dann, wenn wir schon dabei sind, ziehen wir uns gleich noch eine feine Dose rein. Haben wir ja auch ein paar gefunden. Und dann sieht das Ganze schon besser aus. Ja, ich lasse die Knarre vielleicht mal ausgerüstet. Solange Virgie gerade nicht um den Weg ist. Wo ist die denn? Ach, da kommt sie schon. Okay, gut. Ja, Virgie, den habe ich erlegt. Da warst du zu spät, werte Dame. Hast du dich noch fein gemacht? Hä, hat Kelvin jetzt hier alle Steine abgegrast oder was? Ah, hier so. Ach du Heilige. Virgie. Jetzt wird's spannend. War da nicht noch einer? Ah. Da ist nochmal ein Berserker, oder? Oder ist es ein normaler Hiopai? Ja, Kelvin, wir haben sie gesehen. Bleib liegen, du Mistviech. Oh Mann, Virginia hat ja unendliche Munition, ich aber nicht. Da ist noch einer. Okay, Freunde, wir sollten schnell noch ein paar Steine sammeln und uns dann verdünnisieren. Den da würde ich mal noch erledigen. Ja, mir gefällt es hier nicht mehr. Und es wird auch langsam dunkel, ne? Kelvin, beeil dich, wir müssen gehen. Die Nachbarn werden ungemütlich. Wenn wir deren Steine klauen, offensichtlich. Komm, ich helfe dir mal. Ach, guck mal, da ist schon wieder einer. Hey, du Kartoffelfred. Komm von dem Baum runter. Los mit dir. Ach, Kelvin ist da hinten. Okay, ich nehme den schon mal mit. Kelvin braucht ja noch ein bisschen. So. Virgie, kommst du mit? Begleitschutzmäßig. Ja, gut, dann haben wir jetzt quasi. Einmal Lager voll. Einmal Schlitten Nummer 1 und einmal Schlitten Nummer 2. Also haben wir quasi dreimal Schlitten. Und theoretisch brauche ich immer nur Kelvin mitnehmen. Hinlaufen, gleich Schlitten mitnehmen. Kelvin sagen, also zum nächsten Film. Das ist eigentlich ein relativ guter Plan. So. Jetzt ist aber zu dunkel. Ne, jetzt kümmere ich mich mal um mein Wasser. Oh, ist das hier schön hell. So gefällt mir das. Der Topf hier ist fertig, glaube ich, ne? Ja. Sehr gut. Dann können wir den eigentlich auch hier reinstellen. Schätze ich mal. Jawohl. Und dann haben wir zwei Töpfe voll mit Wasser. So, es wird dunkel. Hä, wo sind die? Okay, Virginia ist bei Kelvin. Kelvin ist noch am Sammeln. Ja, Leute, wenn er nicht rechtzeitig kommt, dann muss ich leider zumachen. Tut mir leid. Ich gehe schlafen. Erstmal nochmal speichern.
Und aus Angst. Und aus Gewohnheit. Aus ängstlicher Gewohnheit. So, und wir haben Durst. Wie viel von den Dosen habe ich denn? Weil wir echt viele Dosen immer kriegen. Ja, schon relativ viele, ne? Ach komm, dann. Gönn ich mir zum Frühstück einen Energy Drink. Und dann essen wir mal einen harten Speckstück. Die sind schon ziemlich... Okay, sind noch essbar. Steakstück, Speckstück. Nur her damit. Speckstück. Oh nein, war das das Gehirnstück? So, erstmal ein Happy Meal. Haben wir ja auch genug, da finden wir ja immer. Okay. Ah, Crunchies haben wir auch noch. Okay. Gut, dann was haben sie uns wieder Feines mitgebracht? Ja, ist okay. Sehr gut. So. Kelvin, ich mach dir auf. Alles gut. Du hast den anderen Schlitten offensichtlich fertig. Sehr schön. Lob ich mir. Dann kann ich ja fröhlich weiterbauen hier an meiner Mauer. Wo war ich denn? Hier, zweite Reihe, ne? So. Na, da war es gerade. Halt. Da. Ja. Schwierig hier durchzulaufen. Und Virgie ist noch spielen irgendwo. Ja, und Kelvin kann sich selber beschäftigen. Braucht ja zum Glück keinen Babysitter. Meistens. Manchmal ja schon, aber... Ja, naja. So, also jetzt will ich erstmal hier unten mit der Mauer zumachen. Einfach nur, damit da zu ist. Und dann schauen wir mal, was wir noch alles Tolles mit den Steinen bauen können. Jetzt wächst hier natürlich der ganze Wald. Nein, das war kacke. Jetzt wächst hier natürlich der ganze Wald nach. Was ja auch schön ist. Sieht ja auch schön aus. Heißt ja auch Sons of the Forest. Aber da könnte man dann natürlich mit dem Holz noch sehr viel mehr anfangen. Aber nur weil wir jetzt mit Stein hier ein bisschen die Mauer bauen, heißt das ja nicht, dass wir hier automatisch gleich nur noch mit Stein hantieren. Aber man kann natürlich schon schöne Bauwerke machen mit dem Stein hier, ne? Ich hoffe nur, die räumen mir meinen Schlitten nicht leer. Die Penöpel-Heinis. Aber eigentlich nicht. Glaube ich nicht. Ich habe noch keinen gesehen, der Steine wegschleppt. Bäume ja, aber Steine... das verkneifen sie sich hoffentlich. Hey. Crunchy. Kann sich hier nur noch um Stunden handeln, ich weiß, aber ja, mein Gott. Wir machen nicht nur das. Ich mache dann auch mal noch was anderes, glaube ich. Also ich will ja auch noch mal losziehen und ja. Aber jetzt erstmal hier wenigstens noch diese Reihe. Das war kacke. Dann mache ich den auch gleich leer. Und den nehme ich dann auch mit. Und Kelvin. Und dann darf Kelvin den gleich wieder auffüllen. Und dann nehme ich den anderen mit. Und so sollten wir das relativ schnell... Hä? Habe ich nur zwei mitgenommen? Nicht doof? Oder hat er drei gesetzt? Und ich bin doof.
Ja, kann auch sein. So. Dann scharwenzelt mir da auch kein Kelvin mehr drunter. Wie so eine Kakerlake. Ja, dann müssen wir schauen, was ich dann hier mache. Ob das dann noch irgendwie nachträglich schön hinzukriegen ist. Na. Ja, das ist schon schön da mit den Steinen, aber es dauert halt auch exorbitant lang, ne? Ich könnte die Wägen auch hier vor mein Loch hinstellen, den Schlitten. Wäre vielleicht auch praktisch. Naja. So. Rums. Gegen die Spikes gefahren. Die müssen wir dann auch noch ein bisschen ausbauen. Nochmal eine Reihe Spikes hin platzieren. Oder zwei oder drei. Ich habe mir auch überlegt, hier vorne zuzumachen. Hier einfach den ganzen Strand quasi eine drei- oder vierfach Reihe mit Spikes zu machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Also wirklich so viel Spikes, dass die, auch wenn sie drüber krabbeln, einfach nur in die nächsten reinkrabbeln. Dass sie gar keine Chance haben, irgendwie da durchzukommen, ohne massiven Schaden zu nehmen. Also so vier, fünf Reihen eventuell. Das Gute ist ja, das ist ja nicht so viel Aufwand. Man hat ja immer 20 Stöcke oder so, kann man ja nehmen. Hä? Nein, lieber nicht. Ich bin mittlerweile gebranntes Kind. Nein, das lassen wir sein. Schön, dass es angezeigt wird, aber ich weiß nicht, was es tut. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Stein hier als, nee, als Befestigung, als Stütze da so, nee, das, nachher macht's krabum und der ganze Scheiß rutscht wieder runter und dann haben wir hier wieder Laola-Wellenboden. Nee, lass mal. Ist okay. Ja. Au, dann. So, aber das wird, glaube ich, sehr geil mit der Wand hier. Muss man mal anschauen. Ja, guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Wie eine, keine Ahnung, so eine Kriegsfestung oder so. Oh, sehr schön. Gut, dann schauen wir mal, wo treibt sich Kelvin rum? Hier, auf dem Boden? Nein? Kelvin. Kelvin. Sei so gut und komm mit. Was auch immer du da tust, lass es sein und komm. Kelvin, komm. Kelvin. Hat er das nicht gesehen? Oder hat er es einfach gekonnt ignoriert? Weil er keinen Bock hat, wieder Steine zu schleppen. Wo ist denn die? Oh nein, wo läuft die denn hin? Warum geht die wieder zu diesem See? Da habe ich sie doch schon mal weggeholt.
Ich glaube, das ist ein Bug. Hä? Kevin, wo bist du jetzt? Hä? Wo ist der Junge schon wieder hin? Kevin, du kannst nicht in der Luft sitzen. Lass das. Komm mit. Comprende? Nein, nein, guck deine Hand nicht an. Komm mit. Mal, was ist los mit denen? Haben die was geraucht alle oder was? Virginia spinnt und haut ab. Kevin dreht voll am Rad. Also ich glaube, da mache ich erstmal eine Folgenpause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Time to play hier bei Sons of the Forest. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.